Willkommen zurück zu Banjo-Tooie! Wir wechseln jetzt zu Kisui und müssen den anderen Schalter betätigen, um da... Achso, wir sind ja hier. Das ändert die Sache natürlich. Ich glaube, wir müssen fliegen dazu, aber ich bin mir nicht sicher. Autsch. Na gut, das nehme ich in Kauf. Oder vielleicht besser doch nicht. Bitte, bitte, bitte! Oh, ist doch nicht zu glauben. Ist nicht zu glauben. Ist nicht zu glauben. Oh Gott. Kisui! Oh mein Gott. Sachen gibt's, die gibt's nicht. Oh Mann. Was jetzt? Oh, so blöd. Banjo, los geht's. Ich hatte schon wenig Energie, aber ich habe mich dumm angeschaut. Ja. Wo war das mit den Ketten? Hier. Das ärgert mich schon ein wenig, aber das haben wir um 0,x wieder hergestellt. Wow. Oh, bitte. Ich sehe nichts. Manchmal ist die Kamera echt unvorteilhaft. Ich mache jetzt mal den Ingame-Sound bei mir leiser, weil... Nicht bei euch, nur bei mir. Weil das stört mich gerade ein bisschen. Ich brauche Konzentration. Können wir dann irgendwie sonst hingelangen? Nein. Nur durch Fliegen. Dumm, ärgerlich, blöd. Na gut. Kisui, flieg! Na gut, geh erstmal zum Flugblatt. Mein Gott, so wenig Energie. Mann, ich muss sterben. Boah, hat er mich verletzt auch noch? Na gut, aber das gibt wieder volle Power. Wenigstens. Aber ich kann es nicht richtig benutzen. Ich bin echt zu blöd. Komm. Vollstoff. Jetzt rennen. Jetzt raus. Diese blöden Gegner, die machen mir auch ein bisschen zu schaffen. Und rein in die Abkürzung. So kommen wir zur Flugplatte. Alles nur für einen blöden Schalter. Aber ich muss nochmal genau gucken, wo ist der denn überhaupt? Hier sind 5000 Türen, ja? Ich glaube, ich habe ihn im Visier. Das kann nur der sein. So ist es auch. Das heißt... Die Tür ist definitiv auf. Und die nächste Banjo-Tür öffnet sich. Hier bei Banjo-Kisui. Wechsel. Fast. Ich habe mich nicht ganz getraut, komplett zu springen. Und? Da geht die Tür auf, aber ich wüsste gar nicht, wie es jetzt... Kisui muss nochmal... Kann Kisui jetzt da unten hin, oder was? Okay, auf geht's. Das hätten wir. Cool, wir wechseln zu Banjo. Und der hat das Puzzle über seinem Kopf. Sehr genial. Das war ein bisschen blöd gerade. Was war das denn? Reunion! Endlich! Die Helden sind wieder vereint. Jetzt haben wir ein weiteres Puzzleteil. Wir haben übrigens schon ein Puzzleteil bekommen, indem wir ja in der Crunchy GmbH, glaube ich, oder Klunkertluftmine, ach, keine Ahnung, uns ein Puzzleteil geholt haben. Wir wollen uns jetzt noch etwas umgucken. Das mit dem Profi-Blob-Schuhen müssen wir auch noch machen im Kolosseum. Wir müssen uns noch ein bisschen umgucken, auch wenn es unübersichtlich blöd ist. So ist es hier doch ein bisschen, ja. Man muss es erkunden. Also nach rechts geht's nicht, ja. Ups, doch. Ich sehe Eier. Ah, Gott sei Dank, Eier weisen den Weg. Für was Eier so alles gut sind. In Harvest Moon bekommen die Frauen davon Kinder. Ah, sehr schön. Da würde ich das jetzt erst gerne machen.
schon mal ein bisschen gucken, wo es genau in den Bahnhof ging. Ich glaube, da wo wir eben waren. Da gehen wir mal hin. Ich glaube, das hier ist es. Wenn nicht, dann habe ich total die Übersicht verloren. Wenn doch, dann bin ich gut. Au, 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 au. Und Tepper. Wir müssen jetzt den Zug holen und dann wieder hoch zu Gobi. Wir sind richtig. Jeffy arbeitet beim Fachdienst in der Grundy GmbH. Möchtest du Jeffy abgeholt werden? Ja, ja. Und beeil dich diesmal. Deine Sequenz dauert immer so lange, du Fisch. Sie startet diesmal gar nicht. Fühlt sich beleidigt, hm? Ach, komm weg von der Grundy GmbH. Wenn du auch mir auch nur den Geruch der Grundy GmbH mitbringst, hey. Bekommst du meine Faust zu spüren. Erinnert dich an meine Worte. Okay, Benjo schlägt mit der Faust auf den Zug drauf, ey. Wer verletzt sich mehr? Da wären wir. Und da oben ist Gobi, aber was hatte das damit zu tun? Ein Hinweis von Jaffi vielleicht? Also von Brichetto Blanco. Das ist ja der Zugführer. Jaffi selbst ist ja nur ein Zug, der nicht reden kann. Eines der wenigen Dinge im Banjo-Spiel. Keine Ahnung. Wehe, du wärst losgefahren, ey. Ich hätte dich umgebracht. Wir gehen hoch zu Gobi und werden ihn schon dazu bringen, seinen Saft mal wieder herzugeben. Ich glaube, ein allerletztes Mal. Bin mir nicht sicher. Aber ich glaube es. Dazu stürzen wir uns in die Lava. Also dazu müssen wir eigentlich von der Eisseite rüber, ne? Aber wie gesagt, wie gesehen, das geht doch mit Fliegen. Ich werde dann oben nochmal nachgucken. Oh Gott, hier ist noch so viel Trakt irgendwie, so viel. Was ist das denn jetzt? Das ist ja unglaublich. Was ist das? Ich werde mal nachgucken. Das kann doch nicht sein. Wo führt uns das hin? Gobi nicht vergessen. Ach, hierhin. Ach so. Ich erinnere mich. Ach, das war so ein... Ach, das war ganz easy. Hier ist aber ziemlich heiß. Deswegen verlieren wir Luft. Dermaßen stickig ist es hier. Okay, das ist nicht mal mit Zeit, deswegen. Das ist ganz locker hier. Einfach nur immer die Schalter aktivieren. Und am Ende das Puzzleteil einsammeln. Römisch 2. Und dann gelangen wir hier zu Römisch 3. Sowas gab es aber schon auch in DK 64. So ein ähnliches Rätsel. Noch nicht ganz. Es kommt gleich noch. Unser Gold. Römisch 4. Römisch 5. Wo war das denn? Das war hier. Okay, das war fies eben. Damit müsste es jetzt mal kommen, oder? Immer noch nicht. Also wir sollen uns hier ein bisschen aufhalten. Gut. Es war kein Urlaubsparadies hier. Aber ich nehme mich der Herausforderung an. So ein bisschen rüberspringen. Und der verdiente Lohn. Oder auch nicht. Auf jeden Fall haben wir es. Da geht's noch weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gott sei Dank. Okay, die Luft geht so langsam vorbei, dass es kein Problem ist. Hier geht's noch weiter. Hier gibt's nur Schilder? Nur ein großer Wald kann den Ulbo-Turm in Gang setzen. Die verraten ein bisschen, was zu tun ist. Wenn es so heiß wird, dann denk an deinen bärtigen Freund. Was? Heiße links. Heiße links, ganz kalt im... Ich hab's nicht gelesen. Heiße links, ganz kalt im Schädel und im Wigwam. Hä?
Hat der Satz eben Sinn gemacht? Oder bin ich nur zu blöd, ihn zu verstehen? Na egal. Wollen wir mal weitergehen? So offiziell in die Eiswelt gehen? Ach, ist noch gar nicht so weit weg, ne? Nicht für mich. Da sollte man eigentlich auch von der anderen Seite rübergehen, okay. Das hatte jetzt was mit dem Banjo-Chi zu tun. Was sind wir denn hier in der scheiß Höhle? Oh Gott. Wow. Yay. Nee, da gehen wir erstmal lieber zurück wieder. Die Höhle, die lassen, da lassen wir uns noch ein bisschen Zeit. Zurück also zu wärmeren Gebieten. Aber schon, zumindest was die Honigfarben angeht, haben wir hier schon gute Arbeit geleistet. Gobi nicht vergessen, wir wollen zu Gobi. Der muss sein Wasser spenden. Mal wieder. In Gobis Valley hat das dreimal getan. Und dann in Klicklockwood zweimal, nämlich im Sommer und im Herbst. Wow. Okay, lieber die Abkürzung. Die ist hier in der Nähe. Verdammt. Ja, und hier halt zum sechsten Mal, wenn ich mich nicht täusche. Achso, nee, in Gobi's Valley hat er ja nicht immer gespendet. Wasser. Nicht immer Wasser gespendet. Auf zu ihm! Hier ist er. Ich tue mich extra ein bisschen dabei crashen. Und dabei in die Tür fliegen. So, und tschüss, Mann. Oh nein, ich habe mir das seit dem letzten Spiel aufgehoben. Ah, ja, mein Heizkessel ist jetzt kalt genug. Jetzt darfst du den. Okay, ich weiß, was wir dürfen. In den Bahnhof der Eisseite fahren. Was tun wir jetzt? Sobald wir den Dings gefunden haben. Den Scheiß. Den Zugschalter vom Eis natürlich müssen wir erstmal finden. Aber okay. Auf jeden Fall haben wir Gobi schon mal benutzt, um den Kessel kalt zu halten. Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass der wirklich erfrischend kaltes Wasser von sich gegeben hat. Der gute Gobi. Auch Gobi-Shop bei Obi. Nein! Okay, das zieht echt viel Energie ab. Hier geht man am Ärmel vorbei. Was ihr trifft mich, dann seht ihr Arschlöcher. Alter, wie oft sterbe ich, ey? Vor allen Dingen in dieser Welt. Da bleibt mir glatt die Spucke weg. Und warum zum Geier starten wir vom Bahnhof aus? Das war doch kein Weltenwechsel. Aber okay. Wenn dem so sei. Manchmal lädt der Scheiß echt lange. Okay. Ich muss mal gucken, ob es dann noch was gab. Oder ob wir jetzt zur Eisseite gehen können. Boah, solange diese scheiß Griffel mich nicht belästigen. Habe ich den Teleporter da schon aktiviert da oben? Ich tippe auf nein. Wir werden es herausfinden. Au. Ohne Scheiß, es liegt daran, dass ich hier echt viel Energie verbrate. Das hier wäre eigentlich die... Wir haben noch keinen gefunden. Das hier wäre eigentlich die letzte Welt, für mich persönlich. Weil diese achte Welt da, diese Wolkenwelt, die ist gar nicht so schwer. Also ich finde, das hätte man tauschen sollen. Aber, ist egal, was ich finde. Geh jetzt mal zum Teleport, das kann doch nicht sein da. Scheiß auf die Federn. Wo waren das jetzt? Ach, da oben war der Erich. Erich Eis hieß der. Okay, Teleporter ist da, den hol ich mir jetzt. Bei dem sind noch Trennplatten. Da weiß der Geier. Endlich! Und hier war der Fisch drin, ne?
Oh, die Quabe. Das ist nicht schwer. Was ist mit dir los? 3 Honigwaben? Ja, okay, gab's manchmal. Oder ich glaube sogar immer. Vielleicht bin ich doof. Ja, schauen wir mal den Zwischenstand an. So sieht's aus. Okay, Leute, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part und ciao.